So, und Tag hilft wieder weiter. Ich habe jetzt einfach mal kurz richtig kräftig gehustet. Und nicht so ein. Weißt du? Einmal tief Luft geholt, einmal richtig kräftig die Bronchien gereizt. Dann hast du mal ein bisschen länger Ruhe. Dann kannst du auch ein bisschen länger quatschen. Zwischendurch mal ein Schlückchen trinken, um die Kehle feucht zu halten. Aber ansonsten musst du da nicht ständig rumrennen. Was läuft denn hier gerade? Late Night. Die Beta-Wisser von KST Beats. Naja, gut. So, ach, ich wollte die Liste mal updaten hier. Mal ein paar neue Tracks reinpacken, mal ein paar alte rausschmeißen. Naja. Wenn ihr übrigens noch Vorschläge habt, fällt mir gerade noch am Rande ein. Wenn ihr noch Vorschläge habt, im Prinzip allgemein, was das Game betrifft, also jetzt mal speziell hier Minecraft, wenn ihr Vorschläge für Gebäude habt, wenn ihr Vorschläge habt, was wir sonst bauen können, was wir mal machen sollten, was ihr gerne sehen würdet, scheut euch nicht, kloppt mir alles in die Kommentare, was ihr habt. Ihr müsst euch da nicht zurückhalten. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich versuche alles nach Möglichkeit umzusetzen. Es wird natürlich nicht absolut alles gelingen. Wenn ich eben mal hier in so eine Bude aus dem Boden zimmern kann. Aber ich will mal gucken, dass ich alles nach Möglichkeit umsetze. Also auch wenn ihr Vorschläge habt für Texturenpakete, für Mods, für Leder, keine Ahnung für was. Wie gesagt, für Bauten, weiß ich nicht. Wenn ihr da irgendwie Ideen vorschlägt habt, scheut euch nicht. Kloppt sie in die Kommentare oder schreibt mir das als PN, wenn ihr nicht publik sein wollt. Das ist alles kein Thema. Das ist alles machbar. So, und das Wetter ist überhaupt nicht machbar hier. Das ist ja Plack auf den Zehen. So. Ich glaube, ich werde anfangen, die Treibkugel dann mal zu basteln. Also ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es aussehen soll. Aber auf jeden Fall will ich einen Portalraum bauen. Da stellen wir dann das Portal für den Nether rein. Das mache ich auf jeden Fall. Und die Bücherei würde ich gerne basteln. Weißt du, mit so einem versteckten, versteckten Gang, also so einem Geheimgang, der dann so ein bisschen runter in eine andere Etage führt. Müssen wir mal schauen. Hätte ich auf jeden Fall Kopf drauf. Aber wie gesagt, wir müssen es ja erstmal auch basteln. Ne? Erstmal raushämmern alles. Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich da mal ein paar Speedfolgen zwischen reinschieben, wo wir dann hier die Seite vom Berg hier komplett abbauen. Das wird allerdings ein Haufen Arbeit. Okay, ja. Also die Seite hier, das muss alles weg. Das kommt alles weg. Da brauchen wir auch noch Platz für andere Gebäude. Also ich glaube, das Baumhaus werden wir stehen lassen. Wir haben das jetzt noch ein paar Mal überlegt. Ich wollte einen Strollermann EP zwar noch mal fragen, aber ich glaube, das werden wir stehen lassen. Aber sag mal, das ist dir Spaß gemacht. Weißt du, so das Baumhaus, das nie vollendet wurde. Genauso wie seine ganzen Projekte, die er niemals vollendet. Wenn die Leute das nicht wissen würden, so meinen, wir würden so ständig anpissen. Nee, Strollermann ist ein gescheiter Kerl. Also ich kenne ihn ja von früher noch, vom alten Channel von Necromancer05. Da hat er noch, ist er noch unter anderem Namen aufgetreten. Aber er hat auch einen kompletten Neustart gemacht. Und ja, ist auch noch in anderen Games vertreten. In Minecraft wird er hoffentlich auch wieder mit einsteigen. In Minecraft LPT. Das habe ich ja mit dem Captain Commentaries und zwei Kollegen von ihm mal wieder aufgenommen. Da müssen wir mal noch gucken, was wir da noch genau draus machen. Müssen wir mal schauen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das können wir mal alles zubauen hier. So. Das kann man eher da reinmachen. Also hier werden wir auf jeden Fall noch ein, zwei Reihen abreißen. Ich würde sagen, zwei Reihen müssen lang. Kleine Schnuppe. Nein! Wo ist die? Wo ist die runtergegangen? Habt ihr gehört? So, warte mal.
Regen ist natürlich super hilfreich gerade. Nee, da kommen wir nicht rechtzeitig hin. Brauchst gar nicht mehr weiter gucken. Nee, der Regen übertönt alles, da höre ich nichts. Ja, werden wir noch ein, zwei Reihen abreißen hier. Damit wir ein bisschen Platz haben fürs Lagerhaus außenrum. Weil ich will auch noch einen Zaun drum bauen. Autsch. Dazu müssen wir die Reihen mal hier noch wegmachen. Was für ein geiler Tag, denn die Sonne scheint, mein Bruder schläft mit Jetzt hört der Regen auf, ne? Das ist okay. Kommst du auf Arsch vor hier. Ja, bald muss ja, ich mach jetzt auf seinen Kopf. Und dann sag ich, hahaha, boom. Und auf einmal wacht er so auf. Okay, mal gucken. Das war nur ein Traum. Ich frage ihn ganz normal, seit wann hast du dieses Muttermal? So. Ich sage dir, die zwei Reihen machen wir komplett weg. Zumindest mal bis hier hin. Den Berg reißen wir später ab. Da werde ich dann Speedfolg machen, weil wir den so von Hand abbauen, da sind wir Ewigkeiten beschäftigt hier. Da werde ich mal ein paar Speedfolgen reinmachen. Da wir da dann nichts anderes machen werden wie abbauen. Da werde ich Monster dann auch auslassen und alles. Einfach damit wir wirklich umgestellt rein nur uns aufs Krabbeln konzentrieren können. So. Ja, jetzt müssen wir es auch gleich haben. Ich lach in die Stadt, da sind viele Menschen. Ich darf mir ein Tempest, denn meine Blase ist nicht mehr die beste. Er wird mich suchen, ja, ich weiß. Ich will gehen das noch hier. Warum bin ich so viel rein? Ja, außen müssen wir auch noch natürlich ordentlich arbeiten hier. Da haben wir noch einiges zu tun. So. Aber dann machen wir jetzt mal ein bisschen arbeiten, was wir die ganze Zeit vernachlässigt haben. Wir haben hier wirklich folgenweise hier nur Monster gekloppt, enchanted und direkt wieder weitergekloppt. Minecraft ist nach wie vor immer noch ein Bauspiel. Auch wenn viele gar nicht genug Action kriegen können. Das habe ich in den alten Folgen, habe ich das gemerkt. Da haben viele sich beschwert. Was heißt viele? Einige haben sich beschwert. Es gibt halt immer einige, denen kannst du das nicht recht machen. Die haben sich beschwert, es wäre zu wenig Action in den Videos. Weißt du, wir würden zu wenig Monster jagen und Pipapo. Aber es ist halt mal ein Bauspiel. Da wird halt mal auch gebaut. Und nicht nur Monster gejagt ohne Ende. Aber das sehen dann viele nicht ein. Naja, warum fällt denn da von da oben runter? Naja. So. Auf jeden Fall muss ich sagen, weil wir es vorhin von der Mods hatten. Ich bin mittlerweile stolz auf unsere Mods-Sammlung. Wir haben da einiges zusammengekriegt. So. Nehmen wir mal zwei Stacks und den angefangenen mit. Das sollte lang. So. Machen wir das Ding zwei breit oder ein? Ich würde fast sagen zwei, ne? So. So, nur aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen. Das geht aber zu weit. So. Zacki, zacki. Okay. Huch. Ach. Das gibt's ja nicht. So, das ist er. Okay. Dann ist er zwar hier genau auf dem Weg, aber das ist mal egal. Das macht nichts. Wir hätten ja auch hier gerade nur noch 15 Wege basteln können, aber das kann jeder. Wir sind nicht jeder. Wir sind bekloppter wie die anderen. So. Zacki. So. Thank you.
So, die Zäune können wir wieder abladen hier. Da brauchen wir nur einen. Da haben wir noch Holz. Ach, das war ja das helle, genau. Da müssen wir auch noch ein bisschen farmen gehen, helles Holz. Das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So, haben wir hier alles ausgeleuchtet. So, da müssen wir jetzt warten, bis alles grün ist. Sonst bringt das mit dem Knochenmehl nichts. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal in der Bergbude an, ne? Rucksack haben wir dabei. Haben wir da noch Sachen drin? Nee. Ich will gerade mal die Box und den Ofen mitnehmen. Wenn wir da nämlich dementsprechend Sachen finden, können wir sie direkt im Ofen verpopeln. Nee, gut, wobei Erze werden wir ja direkt in unseren erweiterten Ofen packen. Da haben wir ja. Nee, warte, so rum. Da wäre das Effizienztool drin, dass wir mehr Erze rauskriegen. Genau. Da kriegen wir dann mehr Sachen raus. Deswegen werden wir das da reinpacken. So. Holz habe ich nur Sticky. Zwei Spitzhacken können wir noch machen. So. Machen wir gleich mal. So. So, eine. Achso. Zwei, so. Schmeißen wir mal kurz raus. Dann sortieren wir mal geschwind ein. So. Plöpp. Okay. Kies können wir erstmal abladen. Sandstein können wir auch mal noch auf die Pyramide klatschen, ne? Haut drauf, das war unsere Waffenkiste, genau. Wo ist die Rüstung eigentlich hin? Ach, die habe ich noch an. Die wollte ich ja auch noch ablegen, wenn wir Fallschaden kriegen. Damit die Rüstung nicht keinen Schaden nimmt. So. Das sortieren wir das mal. Brustpanzer, Beine, Helm. So, genau. Okay, wie viele Bögen wir haben hier. Erde. Zacki. So. Warum sind die Sachen eingeräumt? Finde ich geil. So, da haben wir noch eine Kartoffel. Können wir reinschmeißen. Zack, weg damit. Kohle. Ah, das bisschen kann man mal in der Tasche lassen. Samen. Ach, das sind eh plus zwei. Ah, die kann man mal in der Tasche lassen hier. Spitzhacke kommt dahin. Ein Eisen, kann man nicht viel anfangen. So, Feuerstein kommt noch in die Kiste. Fred Feuerstein, dosen wir mal ein. So. Ja, Fackeln haben wir dabei. Das haben wir. Seine Eisen schmeißen wir in die Kiste oben. Müssen wir nicht rumschleppen die ganze Zeit. So. Ach, wir haben uns ja Blöcke gemacht. Stimmt, ja. 11 Obsidian, sehr schön. Kann man wirklich ein Portal bauen. Finde ich sehr gut. Okay. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir da an? Ich fange einfach mal hier an. Ganz spontan jetzt. Fangen wir einfach mal hier an. So. Da werden wir eine Glasfront reinziehen, also einen schönen großen Eingang machen, bipapo. Und ich sehe gerade gar nichts. So. Es ist natürlich erstmal sehr langweilig, weil wir jetzt viel rauskloppen müssen. Passiert jetzt natürlich nicht sehr viel. Aber wie gesagt, Minecraft ist ein Bauspiel, das gehört dazu. Theoretisch kann ich die Decke gleich mit rausruppen, ne? Huch. So. Können wir gleich mit rausholen. Normalerweise müssten wir auch eine Viererhöhe machen. Ne, für den Eingang, wie ich es brauche, müssen wir sogar ganz.